gerade, glaube ich, ein bisschen. Aber wir schauen uns heute ein richtig, richtig krasses Penthouse an, was du so noch nie gesehen hast. Ein Playboy Penthouse. Ab geht's direkt. Lass keine Zeit für hier. Peace. So, Leute, da haben wir schon den Daniel. Ey, ey, ich lauf mal direkt hin. Okay, ganz kurz, bis das Video weitergeht, habe ich eine richtig krasse Ansage für euch. Und zwar kennt ihr wahrscheinlich schon AFK Arena durch meine anderen Videos. Und AFK Arena hat gerade ein richtig geiles Crossover mit dem Spiel Assassin's Creed. Das bedeutet, du kannst jetzt den neuen Charakter Ezio bei AFK Arena spielen. Und bevor ich ein bisschen weiter erzähle, zeige ich euch mal ganz kurz das Gameplay und was du mit dem neuen Charakter Ezio alles so machen kannst. Okay, wie du sehen kannst, habe ich den Charakter Ezio ganz nach vorne gestellt, denn der hat richtig krasse Attacken. Wie zum Beispiel Smoke Bomb, wo du deine Gegner einfach in einer Wolke einlullst und damit auch den Schaden, den kritischen Schaden erhöhst. Also richtig krasse Sachen. Geile neue Attacken, die es vorher so nicht gab. Und wenn ihr AFK Arena schon bereits kennt, dann wisst ihr, es ist ein richtig krasses Spiel, bei dem du so viele neue Charaktere finden kannst. Du kannst Charaktere sammeln, du kannst, das ist ein richtig geiles Design, richtig geile Animation. Also ich rate dir auf jeden Fall, das Spiel mal zu downloaden. Du musst es nicht mal ständig irgendwie immer klicken, nein, nein, nein. Du kannst auch einfach mal das Handy weglegen und trotzdem dabei spielen, das ist richtig krasse. Aber damit du das Spiel nicht von null starten musst, wenn du es noch nicht gemacht hast, habe ich in der Beschreibung einen richtig guten Code für euch, bei dem du ein bisschen was geschenkt bekommst. Also kurz gesagt, unten in der Beschreibung habe ich den Download-Link und auch einen Code extra für dich, damit du nicht von null starten musst. Aber weiter geht's mit dem Video. Alles gut. Wie geht's dir? Ihr kennt ihn wahrscheinlich noch. Wir haben ist ja schon, bestimmt schon ein bisschen her, so ein halbes Jahr. Boah, Alter, die Zeit rennt. Dort haben wir ein extremes Penthouse, das war ein W, glaube ich. Mhm. Wir haben ein extremes Penthouse angeschaut. Er ist die Nummer 1, wenn es um Real Estate geht hier. Luxury Real Estate, so richtig diese, ich will nicht sagen bessere Klasse, aber dieses... Dieses schöne, feine Mua. Und das Ausgefallene heute. Oh, zumindest. Und heute das Ausgefallene. Ja. Da geht man direkt einfach zu Daniel. Und er hat mir gesagt, Simon, ich habe was richtig Krasses, was richtig Ausgefallenes. Ey, deswegen das direkt anschauen. Ich bin gespannt, was es wird. Ich habe es so noch nicht gesehen, er hat mir noch nichts gezeigt. Aber er sagt, das musst du sehen, deswegen hast du es. Ich habe dir extra keine Bilder geschickt, ne? Ja, ja. Ich habe extra gesagt, so, okay, Bro, das musst du sehen. Ey, das weil das ist 100%. Also es ist fast schon... Also, schau es dir einfach an. Ich verrate nicht. Okay, dann sind wir jetzt oben. Mal schauen, wie das Penthouse aussieht. Mr. John, mach die Kamera lieber auf dich, Bro. Wir müssen die Reaktion hier sehen. Weil das ist einfach. Warte mal. Leute, ist das ein Penthouse? Oder ist das ein Office von irgendwie Apple oder so? Full LED Screen. What? Ich sag den Leuten immer, wenn ich eine Besichtigung habe, sage ich willkommen. What? Alter, was? Das hört ja gar nicht auf. What the hell? Niemals, Alter. Das. Ist das hier ein Penthouse oder ist das ein Office von irgendeiner krassen Firma? Nee, hier haben wir jetzt das crazieste Penthouse auf der ganzen, also nicht mal in Dubai, sondern das verrückteste Penthouse der ganzen Welt. Ich würde mal sagen, es fängt auf, also ich glaube hier auf jeden Fall, weil das fängt schon mal hier krank an. Ich bin jetzt schon perplexed, Alter, warte mal, wie viel sind das? 3, 1, 2, 3, 4, jetzt habe ich nicht gezählt, 5? 15 LCD-Bildschirme. Alter, okay, ich hänge hier jetzt schon fest, lass mal einfach weiterschauen, bevor ich hier bei diesen... So. Und jetzt kommen wir in den Living Room Number One, den ich dir zeigen möchte. Also einer von zwei. Okay. Alter, hier sind so viele Farben und Lichter. Ich hoffe, das sieht man ja. Das sieht man auf der Kamera. Wir haben auch die Fenster extra zugemacht, damit du die Decke bewundern kannst. Denn in hier sind 3 Millionen LEDs eingebaut, Bro. Du kannst da theoretisch YouTube-Videos drauf schauen. Oh, what? Stell dir vor, du liegst ja einfach so, weißt du, guckst nach oben, guckst deine eigenen Videos. Hey, die kenne ich doch. Geil. Ja, ja. Hammer, Alter. Ja, wir haben extra die Vorhänge zugezogen, weil du hast ja überall Fensterfronten. Ja. Wir können die aber direkt über das iPad alle auch direkt wieder aufmachen. Zack, zack, zack. Das direkt so, achso, weil man zu faul ist. Ja. Custom-made Kitchen von dem Designer Ukamura oder sowas. irgendwie so. Ja, genau. Irgendwie was ganz, ganz fair. Das ist nicht deine Standard-Miele-Küche, die du sonst hast. Nee, ich merk schon. Sondern das ist hier alles the special, the Alter. Real special Alter. Deal. Ich sehe überall Bildschirme. Das ist das Einzige, was ich sehe. Überall Bildschirme und so LED, wollte ich gerade sagen. Weil da bist du ins Badezimmer kommst. Also, bevor jetzt wieder Flash anfängt, ne, für dich, so bring ich dich erstmal aufs nächste Level nochmal, um dich dann wieder runterzuholen. Oh, okay. Und dann laufen wir nochmal durch die Wohnung, weil die gehen kurz raus. Ich wollte gerade sagen, weil bevor du, weißt du, ich habe gerade kurz mal nach da geguckt, da geht's doch schon wieder weiter mit LED und so. Das ist ein Kino. Okay, kommen wir gleich dazu. Ja. War jetzt schon voll heftig, Alter. Und du kannst auch über das iPad diese ganzen Dinger dann wieder sichtbar machen, dass du rausschauen kannst. Also das sind... Was? Wenn du die Party richtig wild hast, kannst du die Fenster, also keiner kann reinschauen, du kannst auch nicht rausschauen. Das ist wie zugemauert gerade. Du drückst drauf, dann ist das so genau. Und das hier
Simon, das ist die Terrasse für dich. Oh mein Gott! Wow! No way! Oh mein Gott! Oh mein Gott, Digga! What the hell? Oh mein Gott, Leute. Erstmal, das sieht natürlich mega krass aus. Guckt euch auch nochmal die Aussicht schön. Oh, was? Ey, erzähl mir nicht, dass hier eigentlich Wasser drin ist, das ist so ein Pool. Da ist normal. Wir haben das gerade vor 4 Wochen rausgenommen. Wegen Sommer und so weiter. Ja, wird heiß, ha? Ja, wird heiß. Und da sind Blubberbläschen. Das heißt, du hast ja diese Blubberbläschen um deinen Po außenrum, weißt du? Oh, du Mann. So richtig. Alter, wie geil ist das? Stell dir vor, du liegst hier so auf entspannt in deinem eigenen Mini-Pool, wo du dann so richtig noch Blubberbläschen bekommst. Hast du einen Ausblick auf Skyline. Hier auf entspannt, wenn du hier stehst, morgens Kaffee. Alter, krass. Dieser Ausblick. Du wirst verstehen, in Dubai ist das hier unbezahlbar. Alter, es ist Yachtparty. Yacht. Wir haben nicht mal Wochenende, Alter. Hier würde ich durchgehend chillen. Das ist der Hammer, ne? Das ist richtig geil. Hier hast du auch LEDs in den Fliesen eingebaut. Das heißt, alles blinkt hier bei Nacht. Oh mein Gott, komplett wow. Alles aus LED, also komplett alles crazy. Heftig. Hier hast du einen Jacuzzi, Private Jacuzzi. Oh, Leute, guckt euch das an. Geil, hier so, kannst du drinnen chillen. Oh la la, Alter, wow. Ich will gar nicht wissen, was das hier ist. Das sieht mir schon ein bisschen merkwürdig aus. Hier ist eine Wassermassage. Da kannst du dich massieren lassen, während du drin liegst, mit so Wasserdruck. Und das massiert dich wie ein richtiger Masseur. Ah, krass. Also, und natürlich ist das natürlich so, wenn das nicht genug ist draußen, ne, dann hat man natürlich nochmal hier extra. Sauna mit dabei. Ach, Sauna, gar nicht gesehen, Alter. Hier ist eine Sauna. Sauna ist natürlich immer mit das Beste. In Dubai. In Dubai eine Sauna ist. Ein bisschen sinnlos, aber best pro. Ja, krass. Dach kannst du aufmachen, wenn du willst. Ich wollte sagen, das hab ich ein bisschen nicht. Das Dach kann man aufmachen. Ja. Alter, hast du noch. Oh. Leute, stell dich mal vor, das Dach ist auf. Du liegst hier so drinnen, guckst einfach. Oh mein Gott, was für ein Leben, ne? Ja, was für ein Leben. Es ist nur eine von 2 Terrassen, aber meiner Meinung nach eines der Highlights des Hauses. Alter, guckt euch das an. Einmal noch diesen Ausblick genießen. Welcher Stock sind wir? Gar nicht mal so hoch, wir sind nur auf dem 27. Stock, also wir sind nicht mal in einem Penthouse. Nur, ja. Aber ich sag euch, auch direkt am Strand zu sein, das ist der Wind, Alter, Duft, das Meer. So. Und das war's jetzt, ne? Nee. Wir haben erst mal angefangen. Oh, so. Also, kannst du Piano spielen? Ja klar, ich habe auch von Mozart damals gelernt. Mein Bro. Wenn du hier wohnst, brauchst du nicht mehr Piano spielen zu können. Das Piano spielt einfach für dich. Really? Hier ist so ein Piano, was für dich selber spielt, falls du mal keinen Bock hast, ne? Aber ich kann es ja auch normalerweise. Ja, aber, ich auch. Aber mein Finger tut gerade weh, deswegen geht das halt auch nicht. Verstau auch ein bisschen über Nasebohren. So. Okay. Okay, ich glaube, das ist dein Ding, ne? wo du glaube ich, direkt die PS4 anschließen würdest. Oh, direkt, Und dann... Entschuldigung, dass ich unterbreche. Ist das ein Fernseher? Das ist dein Fernsehraum. Ich dachte gerade, das ist einfach nur so ein Bild. Das ist dein Fernsehraum oder Cinema Room oder... Moment, kannst du mal ganz kurz halten, damit die Leute mal sehen, wie groß das bitte ist? Das ist... Kennt ihr diese Fernseher bei Saturn oder Mediamarkt, die so groß sind? Was ist das? Hä? Ja. Alter, wie viel Zoll hat das? 8 Millionen oder was? Und das sind hier ausfahrbare Sitze. Oh geil! Oh, thank you, bro. Oh, wow, aber von oben. Okay, Alter, ich würde... John will make you famous, bro. Ich würde nur hier sein. Ey, ja. Daniel, ich hab mich verliebt, Alter. Ich will gar nicht gehen. Bro, was war das? Wow! Oh mein Gott! Ey, Leute, mit den Sounds, was im Film passiert, das spürst du. Das Ding bewegt sich hier, wenn... Alter... Das habe ich noch nie gesehen. Das hast du echt in so Adventure-Ländern und so, weißt du? Ja. Alter, wie heftig, Mann. Alright, ja, obviously, man lässt hier natürlich alles hier vom iPad natürlich, wenn wir es doch schon dunkel haben, dann zeige ich dir noch ein bisschen, was hier abgeht auf dem iPad. Du kannst das ganze Apartment rot machen. Oh, Mann. Grün. Oh. Blau. Oh. Alle Farben vom Regenbogen kannst du dir raussuchen, Alter, und hier für eine Stimmung sorgen. Alter. Das und das ist natürlich, das ist in jedem Zimmer so, ne? Really? Ja, aber das ist nicht nur hier. Oh, wow. Okay, in jedem Zimmer kannst du die Lichter machen, wie du willst. Egal welche Farben das sind. Oh, Alter. Das sieht krasser aus in Real Life als auf der Kamera. Das kann ich euch garantieren. Sieht das hier zwar nice aus, aber sieht noch heftiger aus in Real Life, Alter. Ja, war ein nice Penthouse, würde ich sagen. Ja, wir sind immer noch nicht mal bei der Hälfte. Ach so, okay. Ja. Ich, das ist noch nicht mal die Hälfte, okay.
ist komplett unbenutzt, die Wohnung, noch nie drin gelebt. Ach so, echt? Die hat er nur gebaut, also er wollte das verrückteste Apartment der Welt bauen. Das hat er geschafft. Ja, also gelungen. Ich habe nur die Hälfte gesehen, aber das hat er jetzt schon geschafft. Ihm gelungen bisher. Also wir haben drei Schlafzimmer. Heftig. Hier natürlich wieder die bekannte Decke, die uns ja schon von überall bekannt ist. Ja, krass. Wow, oh, geil, Alter. Das ist richtig nice. Ja, und hier, wir kennen das ja schon, ne? Wer braucht denn Lichtschalter heutzutage? Ich gehe nicht mal... Das Licht ist angegangen, bevor ich reingegangen gerade. Ja. Wie geil ist das denn so? Du gehst und das Licht schaltet sich für dich schon an. Alter, TV im Spiegel, muss natürlich da sein. Ah, klar, weißt du, beim Zähneputzen hier, TV gucken so. Genau. Alter, krass. Beste ist die Toilette. Hier, schau mal. Zack, einmal. Alter, wow. Japanische Toilette mit Po-Massage. Echt mit, jetzt? Ja, ja, alles. Ey, geil, das kenn ich aus Film und Fernsehen so. Weißt du, solche krassen Hollywood-Movies. Heftig, Alter. Ja, selbst die Toilette ist hier besonders und heute, ja. Das liebe ich einfach in Dubai, ne? So, du findest einfach, du hast die krassesten Sachen alle an einem Platz, wo du denkst so, warum? warum macht sowas jemand? Das hier ist die größte Wasserbettmatratze, die du kaufen kannst. Nicht dein Ernst. Und du kannst gerne draufspringen, wenn du willst. Alter, krass. Also ich hab jetzt Schuhe an, aber ich mach's so, ich spring mal ganz kurz so. Ganz kurz ein bisschen. Oh, wow. Ist das geil oder ist das geil? Ey, Alter, ich. Oh. Gut, ich bleib dann hier und. Ich mach den Rest alleine. Ey, oh mein Gott. Oh, schon mal vor. Oh, wow. Das ist richtig. Ey, ich weiß, ob ihr schon mal auf dem Wasserbett wart, Leute, ne? Aber das ist richtig. Du legst dich rein und. Es ist ja genauso, als ob du auf dem Dings liegst, so auf dem Meer, auf so einer Luftmatratze. Ich kann ja mal den Inhaber der Wohnung fragen, ob er dir die Wohnung am Wochenende gibt oder so. Ja, du einfach mal für ein Jahr oder so, da hab ich auch kein Problem. Oh, geil. Also im Badezimmer sind pretty much sind die alle, natürlich, die haben alle ein anderes Farbtopic, aber pretty much sind die alle same, ne? Alles hochwertig, alles top eingebaut, alles auf TVs. Dieser Fernseher. Genau. Alter, heftig. Wieder die japanische Toilette da hinten in der Ecke. Nice. Ich dachte, Hand aufs Herz, so das Video wird so, keine Ahnung, so 5 Minuten kann man drehen und dann ist man durch, aber... Das ist Viertelstunde schon eine richtig geile Sache, das hört gar nicht auf, Alter, geil. Du bist im Office Room? Ah, nice, ja, man muss auch irgendwie hier das bezahlen können. Wenn du das siehst, hier sind, glaub, 10.000 Euro an Swarovski-Steinen in die Tapete reingearbeitet worden. Wow. Das ist so wirklich im Begriff Dubai, ja, ne? Ja, das ist Dubai. Das ist wirklich so. Über 10.000 Euro in... Das, oh, auf der Kamera sieht man es nicht so ganz. Weil hier ins Licht gehst? Ah, da, ja. Oh, das könnt ihr sehen, oder? Boah, das sind alles kleine Mini-Swarovski-Steine. Das hier ist ein Pininfarina-Schreibtisch. Auch einer von 10 oder sowas in der Welt. Ich glaube, daran zu sitzen ist schon so teuer wie ein Ferrari selbst. Echt? Das ist ein custom-made Pininfarina-Schreibtisch. Pininfarina. Das ist der Designer von Ferrari gewesen. Ah, really? Ja, ja. Oh, wow. Und, warte, natürlich, es funktioniert hier alles ohne... Also wir können jetzt zum iPad gehen, aber... Ja, das wäre jetzt viel zu weit. Wir können noch einfach... Man kann natürlich auch das Licht hier immer ändern, Leute. Vergiss das nicht. Egal, welche Farbe du haben willst, du kannst... Aber ich muss dir noch die zweite Terrasse zeigen. Ach, das ist... Oh, wow. Ich dachte, das war's jetzt voll... Niemals, Alter. Wie geil ist das denn? Boah, Alter. What? Oh, ich dachte eben war schon heftig. Das ist ja auch nochmal richtig krass. Hier ist so ein Morning Coffee, weißt du? Das ist, oh, geil, Alter, Leute, was? Die ganze Palme vor dir. Komplett, das hier, seht ihr die Palme? Richtig krass. Wow, Alter. Also Leute zahlen schon hotelmäßig richtig viel Geld, um irgendwie am Strand zu sein. Hier hast du einfach dein eigenes, kommst da so raus auf entspannt, legst dich hier hin, hast deinen eigenen Blick. Das ist natürlich, weil es die Sonne gibt. Ich freu mich hier hin. Hammer, ne? Oder? Richtig, richtig krass. Richtig heftig. Hast du deinen Koffer dabei im Lamborghini, dass du direkt hier einziehen kannst? Naja, klar, ich bleib hier. Ich bleib aber echt hier, also ich mach keinen Spaß gerade. Barbecue Area, ich weiß nicht, ob du grillst oder nicht, ob du da ein Fan bist von. Leider kein Grill, hätte ich einen, würde ich jeden Tag machen. Tada! Geil. Elektrogrill. Nice. Schöne Freezers, kannst du Leute entertainen. Wie nennt man diese, dieses Penthouse? Das ist das iPenthouse, nennt der Inhaber selbst. Okay. Oder den Tesla unter den Penthäusern. Aber eigentlich ist es nur für Menschen. Das Penthouse gibt es nur einmal auf der Welt. Das ist nur für eine Person, die auch einmalig verrückt ist, um in dieses Penthouse hier einzuziehen und hier jeden Tag zu leben und Leute einzuladen. Es ist halt mega das Show of Penthouse. Also perfekt für jemanden, der A, das nötige Kleingeld hat. Ja? Ich wollte gerade sagen. Also A, das nötige Kleingeld. B, der den Style mag und der diese Reaktion, die du gerade hattest, bei jedem seiner Gäste auf die Lippen zaubern will. Krass, Mann. Aber die Frage des Tages ist natürlich, wie
teuer ist das denn eigentlich? Weil wenn man jetzt, sagen wir mal, so ein bisschen kleinen Euro über, wie teuer ist dieses Apartment? Also, das ist ja die Sache mit solchen Sachen, ne? Du kannst ja keinen Wert benennen, weil du hast ja nichts Vergleichbares. Ja, das stimmt, das stimmt. Ja, also ich würde ja jetzt die Leute sagen, so schreibt sie die Kommentare, um zu wissen, was... Aber ich glaube, das wäre unfair, ne? Ein bisschen, ja. Okay. Okay. Man hat echt so kein Verhältnis. Der Inhaber verkauft die Wohnung. Wir haben knapp 440 Quadratmeter. Wow. Mit den Terrassen. Und der verkauft die Wohnung für 3,3 Millionen Euro. 3,3 Millionen. Ja. Ist schon Schmecker. Exklusiv, ne? mit mir. Deshalb gerne mich anschreiben. Oder Simon anschreiben. Ja. Also und falls ihr es nötig klein habt und hier leben wollt, direkt an ihn. Genau. Oder an mich, damit ich auf Undercover sagen kann, oh, das war doch 4 Millionen, sorry, und dann... Weißt du was? Direkt zu Gucci. Oh, geil, Mann. Richtig nice, wirklich eines, glaube ich, nicht eine, wie du gesagt hast, eines der krassesten Penthouse überhaupt. Ja. Auf der ganzen Worldwide. Wie viel, wie lang müssen denn hier diese so Stromkabel sein und so, diese LED-Dinger? Oh, wenn man, ja. Oh, weil das hört, das ist ja nur... Also natürlich, ne, wir können da auch mal gerne reingehen. Hier sind 120 Kilometer Stromkabel verlegt in einer Wohnung. Oh, Alter. Wo? Hinter der Wand. Dort haben muss, Alter. Wow. Und, aber der Inhaber ist wirklich auch vom Fach und der weiß auch wirklich, was er da gemacht hat. Also, und es wird natürlich mit einem Servicevertrag verkauft. Das heißt, der Inhaber, seine Firma, schaut nach der Immobilie, falls irgendwas sein sollte, falls eine LED nicht funktioniert. Die haben das ganze System dahinter aufgebaut und managen das dann für dich. Krass. Ja, heftig. Ja gut, wenn man natürlich so viel droppt für einen Penthouse, dann ist es natürlich nett, wenn man noch ein bisschen Hilfe da bekommt, ne? Ja, ja. Nee, richtig geil, Alter. Heftig. Wäre was für dich? Eigentlich schon. Eigentlich schon. Aber ich würde mal echt interessieren, wäre das was für euch? Wenn ihr jetzt das nötige Kleingeld habt, wäre dieses Penthouse das für euch? Ja oder nein? Schreibt es mal hier runter in die Kommentare. Weil das würde mich echt interessieren. Ich würde rein theoretisch sagen, ja. Alter, für mich reicht schon dieses Kino da. Ja, also dieses, Alter, ich würde gar nicht verlassen. Ich würde einfach nur drinnen bleiben, die ganze Zeit. Also Leute, ihr habt gesehen, das ist richtig krass hier und ich habe eine Frage an dich. Bro. Wenn du irgendwo noch was hier so frei hast oder irgendwo noch krasse Sachen hast, kannst du dir das eigentlich zeigen? Weil ich glaube, die Leute mögen das, wenn du uns krasse Sachen zeigst. Ich sag mal, solange du in Dubai bist, zeige ich das nur dir exklusiv, Simon. Ey, so ein Konzern, Digga. Bleib schon dabei, checkt auf, du hast auch YouTube, ne? Ich habe jetzt auch einen YouTube-Kanal. Daniel Garofoli, checkt mich aus. Genau, checkt Link in dieser Beschreibung, checkt ihn aus und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Euer Junge, Sam Desio. Peace.